Zwillinge verbindet ein enges Band, eine enge Bindung. Ich denke, viele von uns werden schon mal davon gehört haben, dass es Zwillingsgeschwister gegeben hat, die spüren konnten, wenn es der anderen Person schlecht ging, oder die Schmerzen an genau dem gleichen Ort gleichzeitig verspürten, wie ihr Geschwisterteil es auch gerade verspürte. Dies ist eine Bindung, die häufiger mal vorkommt. Doch heute möchte ich über einen Fall von zwei Zwillingen sprechen, der gruseliger ist als alles andere. Es geht nicht um einfache Geschwisterliebe, es geht um ein waschechtes Mysterium der schweigenden Zwillinge. Am 11. April 1963 wurden in einem kleinen Ort bei Wales zwei Mädchen geboren. Diese Mädchen waren June und Jennifer Gibbons, zwei Zwillingsschwestern, die an sich eigentlich recht normal gewesen sind. Doch sie hatten ein Problem. Diese beiden Mädchen waren die einzigen dunkelhäutigen Kinder in diesem Ort und so wurden sie von vielen Leuten ausgegrenzt, vor allem von Gleichaltrigen. Sie hatten ein großes Problem, irgendwie Freunde zu finden, da niemand mit ihnen spielen wollte, und so blieb diesen beiden Mädchen nur eine Lösung. Wenn sonst niemand mit ihnen befreundet sein will, mussten sie eben zusammen die Zeit verbringen. Und so wurde das Band und die Beziehung zwischen diesen beiden Mädchen mit der Zeit immer und immer enger. Sie spielten nur noch miteinander, hingen die ganze Zeit so rum, machten nichts mehr alleine. Und bereits in jungen Jahren entwickelten sie eine eigene Geheimsprache. Eine Sprache, die außer ihnen niemand verstehen konnte. Doch niemand musste diese Mädchen verstehen, da diese Mädchen meistens sowieso mit niemandem anderen mehr sprachen. Sie fingen an, gegenüber anderen Leuten zu schweigen und sprachen nur noch miteinander. Doch was man nun erstmal denken könnte, dass einfach wir hier zwei Schwestern haben, die sich sehr gerne mögen, änderte sich. Denn als die Mädchen älter wurden, begannen sie beide zu schreiben. Sie fingen an, Kurzgeschichten zu verfassen, aber auch ein ganzes Buch. Doch dieses Buch war keine nette Geschichte. Es war ein Buch, welcher Gewalt, Vergewaltigung und Schmerzen verherrlichte. Ein Buch, welches über grauenhafte Taten sprach, und diese Verherrlichung von Kriminalität wurde dann auch in ihr alltägliches Leben übernommen. Die Mädchen fingen an zu stehlen, andere Menschen zu verletzen und begannen auch Feuer zu legen. Es war etwas, was vielen Leuten Angst gemacht hatte, doch die ganze Situation ist hier noch nicht am Ende gewesen. Denn diese beiden Mädchen wechselten stimmungstechnisch zwischen extremer Liebe zueinander und extremem Hass. Und so kam es dazu, dass beide Mädchen versucht hatten, sich gegenseitig mehrfach umzubringen. So kam es zum Beispiel dazu, dass June versuchte, ihre Schwester Jennifer zu erwürgen. Sie fing an, sie zu erdrosseln, doch schaffte dies nicht. Und die ganze Situation ging dann damit weiter, dass im Gegenzug dazu Jennifer June von einer Brücke warf. Auch das wurde überlebt, und obwohl diese Mädchen offensichtlich versuchten, sich umzubringen, verzeihten sie sich ihre Taten. Doch die Eltern bekamen Angst. Sie wussten nicht mehr, was sie mit diesen mittlerweile 18-jährigen Mädchen machen sollten. Sie hatten die Kontrolle komplett verloren, und so blieb nur eine Möglichkeit. Die beiden Mädchen wurden in eine Nervenheilanstalt für Schwerstkriminelle gesteckt. Dort sollten sie geheilt werden, dort sollten sie wieder sozialisiert werden, und so sorgte man dafür, dass diese Mädchen sich dort auch nicht sehen. Sie sollten nicht wie zu Hause die ganze Zeit aufeinander rumhängen und nur miteinander reden, sie sollten anfangen, ein normales Leben in dieser Heilanstalt zu führen. Und so wurden sie in zwei Einzelzimmer weit weg voneinander gebracht. Doch obwohl sie getrennt waren und eigentlich nicht miteinander kommunizieren konnten, wirkte es so, als ob sie irgendwie doch noch miteinander sprachen. Denn die Ärzte dort waren verblüfft gewesen. Sie sahen, dass diese Mädchen unabhängig voneinander immer zur gleichen Zeit in der gleichen Ecke ihres Zimmers saßen und in derselben verstörenden Sitzposition gesessen haben. Es war fast so, als hätten sie diese Sitzposition und diese Ecke in ihren Gedanken miteinander ausgemacht. In dem Moment, wo diese Mädchen voneinander getrennt wurden, waren sie katatonisch. Sie machten nichts mehr, sie redeten nicht, sie aßen kaum noch, sie tranken kaum noch. Es war fast so, als wären sie in ihrer eigenen Welt gefangen gewesen, einer Welt, in der sie immer noch zusammen sind. Und die ganze Sache ging noch weiter, denn es fiel noch mehr an den Mädchen auf, zum Beispiel das Essensverhalten. An den Tagen, an denen eine Schwester, zum Beispiel June, sich mit Essen vollgefressen hatte, aß ihre Schwester Jennifer gar nichts und andersrum.
Die beiden Mädchen konnten das nicht voneinander wissen. Jennifer hatte keine Ahnung, dass June sich an dem Tag vollgefressen hatte, und trotzdem wusste sie es irgendwoher. Die Situation dieser beiden Mädchen und ihr Geisteszustand wurde immer und immer schlimmer, und so hatten die beiden Mädchen auch schon versucht, Selbstmord zu begehen. Doch diese Selbstmordversuche wurden allesamt verhindert in der Nervenheilanstalt, und so kam es dazu, dass die Mädchen einen Pakt geschlossen hatten, den beide wussten, obwohl sie nicht miteinander sprachen. Denn sie waren sich beide sicher, dass eine von ihnen sterben müsste, damit die andere ein gutes Leben führen konnte. Ihr müsst wissen, bereits seit ihrer Jugend hatten diese beiden Mädchen große Probleme miteinander. Sie hatten eine starke Eifersucht. Ein Mädchen schrieb in ihr Tagebuch, dass sie eine Schwester hat, die ihr immer das Sonnenlicht stiehlt und eine wahre Folter ist. Und nun kamen sie beide zu dem Entschluss, dass eine sterben müsste, damit die andere glücklich sein kann. Und sie entschieden sich, dass dieses Mädchen Jennifer sein wird. Jennifer sollte die sein, die sterben muss. So sagte zum Beispiel Jennifer in einem Interview mit einer Reporterin, dass sie sterben wird. Auf die Frage der Reporterin, warum sie dies wüsste oder warum sie dies glaubte, sagte sie nur, weil wir es so abgesprochen haben. Doch nach diesem Termin, nach diesem Interview und diesem Pakt, gab es noch viele weitere Jahre, in denen sich der Zustand der Mädchen immer weiter verschlechterte. Es wurde um sie gekümmert, sie hatten alles, was sie brauchten, und trotzdem ging es ihnen immer und immer schlechter. Und dann irgendwann, nach 10 Jahren in dieser Nervenheilanstalt, entschied man sich, die beiden Mädchen zu verlegen. Sie sollten in eine neue Nervenheilanstalt, die näher an ihrer Heimat lag, näher bei ihren Eltern. Sie wurden dorthin gebracht, doch als sie dort ankam, bemerkte man etwas Grausames. Jennifer war bewusstlos gewesen. Man brachte sie sofort in ein Krankenhaus, doch dieser jungen Dame war nicht mehr zu helfen. Sie verstarb dort an einem Herzinfarkt. Man untersuchte die Leiche und konnte keine Außeneinwirkung feststellen. Sie hatte kein Gift oder dergleichen genommen. Sie starb scheinbar auf natürliche Weise. Man kehrte zurück zu der Nervenheilanstalt und zu June, um ihr davon zu berichten, um ihr die schreckliche Nachricht mitzuteilen. Doch June war gelassen. Sie verspürte keine Trauer, da sie bereits wusste, dass dies passiert war. Sie sagte, dass sie mit Jennifer Kontakt gehabt hatte an diesem Tag, und Jennifer ihr erzählte, dass es ihr nicht gut gehen würde und heute der Tag wäre, an dem sie stirbt. Und danach machte sich Freude in June breit. Sie freute sich tatsächlich über den Tod ihrer Schwester und sagte Dinge wie, ich bin frei, endlich bin ich frei, Jennifer hat mich befreit. Und nach diesem Tag verbesserte sich der Zustand von June. Sie wurde nicht völlig normal, doch ihr Sozialverhalten besserte sich ein wenig. Sie machte neue Kontakte und konnte irgendwann dann auch die Nervenheilanstalt verlassen. Es war beinahe so, wenn man sich diese Geschichte ansieht, als hätten diese beiden Mädchen sich wirklich gegenseitig zurückgehalten und als hätten diese Zwillingsschwester eine Art Verbindung außerhalb unserer wahrnehmbaren Welt. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich fand diesen Fall sehr interessant und ich hoffe, euch hat er gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.